Hallo liebe Freunde von Mühlberg News, hier bin ich wieder. Vanessa ist heute noch nicht da, aber nächste Woche wird sie wieder da sein. Sie hat heute ihre Klausur geschrieben. Toi, 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 ich hoffe, es ist alles gut gegangen. Ja, also wir legen gleich los. Wir haben heute nicht sehr viele Nachrichten, deshalb kann ich auch etwas langsamer reden und etwas langsamer machen, aber ich lege trotzdem gleich los. Und zwar, wir haben einen tollen Infoabend, hört sich gefährlich an, mit dem Finanzamt. Keine Sorge, einen Infoabend Finanzamt von Karlsruhe-Durlach und zwar am Dienstag, den 14. März, 18 Uhr im Gästehaus Holms, also im Gästehaus Haus Holms in der Bismarckstraße 24. Und zwar, das ist was für Vereine. Da wird zum Beispiel über die Gemeinnützigkeit gesprochen, über die Ertragssteuer, Steuerpflicht, Satzungsgestaltung und so weiter und so weiter. Also ich denke mal, das ist wirklich für die Kassierer oder Schatzmeister, wie man sie auch nennt, bestimmt ganz, ganz interessant. Vielleicht, ja, mal sehen, auch für den Bürgerverein müssen wir nochmal diskutieren, aber für die Vereine auf jeden Fall ein Muss. Anmeldungen bei Karlsruhe 133 12 12. Also meldet euch dort an. Ist bestimmt sehr, sehr interessant für die Vereine. Was macht unser Majolika-Projekt? Ja, es geht voran. Ich habe natürlich immer noch nicht das Ja bekommen von der Stadt oder von der Firma oder von wem auch immer, der dafür zuständig ist. Wir bleiben dran. Ihr seht, neben mir laufen ein paar Bilder. Ich möchte mich bedanken für den Samstag. Am Samstag hatten wir eine ganz tolle Unterschriftensammlung organisiert mit dem Bürgerverein Mühlberg, mit dem Kai Dörtelmann, mit dem Anton Goll und mit dem ganzen Team vom Bürgerverein Mühlberg. Und was ich ganz, ganz toll finde, dass Ingo Wellreuther trotz KSC-Spiels zu uns gekommen ist und diese ganze Aktion mit unterstützt hat. Und sogar, ich habe einen Freund in Bruchsal, ja, ich habe auch Freunde, ich weiß, ich habe einen Freund in Bruchsal, und zwar den Michael Pusch, der ist extra von Bruchsal nach Mühlberg gekommen, um bei der Liste zu unterschreiben, die wir dort ausgelegt haben. Wir haben einige hundert Unterschriften sammeln können. Da sind wir auch stolz drauf. Also nochmal an alle, wir werden das wiederholen, auf jeden Fall. Wir möchten so viele Unterschriften wie möglich sammeln. Und lieber Herr Wellenreuther, Bundestagsabgeordneter und Präsident des KSC, haben Sie es gemerkt, kommen Sie immer bei den Heimspielen nach Mühlberg vorher und der KSC gewinnt. Das ist Mühlberg, genau. Gut, und das Nächste. Wir haben ein tolles Event in Mühlberg im Jumper, natürlich, wo denn sonst, im Eventhaus Jumper in der Rheinstraße. Und zwar internationaler Künstlertreff, präsentiert von Carla Anita Zinser. Am, ja, ganz toll, am 24. ist das nämlich. Und da geht's richtig ab. Da kommen richtig tolle Schlagersänger und der Eintritt kostet 5 Euro. Ich weiß jetzt noch nicht, ob die Mühlberg News dabei sein dürfen. Ich hoffe natürlich schon, weil ich habe gesehen, auf dem Plakat steht schon eine andere Produktionsfirma, eine TV-Firma. Also wir möchten ja hier keine Konkurrenzkämpfe machen. Ich hoffe natürlich, dass die Mühlberg News dort eingeladen werden. Der Bürgerverein wird auf jeden Fall dabei sein. Also, wenn ihr Lust habt, am 24. März meldet euch an beim Jumper und ja, genießt einfach mal ein paar internationale Künstler. Ja, jetzt bin ich eigentlich schon beim Wetter. Ich habe ja gesagt, heute haben wir nicht allzu viel. Und zwar das Wurstelwetter. Wir haben 4 bis 14 Grad. Leider auch Regen. Wir haben Sonne, aber Regen. Das macht natürlich alles wieder kaputt. Ja, es ist halt noch kein Frühling. Wir sind immer noch im Winter. Am Lago Maggiore, für die, wo es interessiert, am Lago Maggiore, ja, haben wir Wurstelwetter, 5 bis 17 Grad, Sonne und ein wenig Regen. Aufpassen, die, wo jetzt gerade am Lago Maggiore sind. Schönen Gruß von den Mühlberg News. Ja, dann haben wir die Geburtstage.
Also die Geburtstage sind nur zwei Stück. Und zwar die Elvira Braun, alles Gute zum Geburtstag. Und der Torben Nagel, auch dir alles Gute zum Geburtstag. Und wir gratulieren jetzt dem Rest der Welt. Jawohl, sind ja einige auf dieser Welt. Ja, und jetzt möchte ich noch einen kleinen Tipp loswerden. Und zwar Mühlberg News Extra. Ihr kennt ja unsere Extra-Sendungen. Also, wir haben ein ganz, ganz tolles Interview geführt, und zwar mit Frau Strobel-Heck. Und ja, was macht das Büro für Mitwirkung und Engagement in Karlsruhe? Ja, die Frau Strobel-Heck war hier, hat mit uns ein Interview gemacht, und ich muss sagen, es war ganz, ganz toll. Eine ganz sympathische Frau. Also, ich habe das Interview genossen mit ihr. Aber schaut einfach rein, Mühlberg News Extra mit Büro für Mitwirkung und Engagement. Früher hat es Aktivbüro geheißen, war viel einfacher für mich. Ja. So, das war's leider schon für heute. Wir haben nicht viel, aber wir, ja, ihr wisst ja, wir möchten die Sendungen nicht ausfallen lassen. Und ich denke, ein paar Informationen habt ihr jetzt trotzdem von uns bekommen. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Nicht vergessen, es gibt nur einmal die Mühlberg News. Nur einmal das Original. Und das sind wir. Alles andere, tut mir leid, ist nicht das Original. Ja, nicht vergessen. Mühlberg News auf Facebook. Demnächst auch auf Instagram. Das wollte ich euch noch sagen. Wir möchten auch auf Instagram. Also, auf YouTube, auf Facebook, auf Instagram. Und wer weiß, vielleicht irgendwann auch mal so richtig im Fernsehen. Na, wir alle träumen, lasst uns einfach träumen. Also, ich sage tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye und freue mich auf nächste Woche, und zwar endlich wieder mit der Vanessa. Also, ciao.